Der nächste Redner kommt auch von der SPÖ. Es ist Michael Seemeyer. Menschen sind in Österreich von Arbeitslosigkeit betroffen. Eine weitere 500.000 Menschen ist in Kurzarbeit. Das bedeutet einen direkten Einkommensverlust für 1 Million Menschen in Österreich. Einen indirekten Einkommensverlust ist da noch gar nicht berücksichtigt, nämlich durch Wegfall von Überstunden, Schichtzulagen oder auch Trinkgelder. Wenn solche Situationen 2 bis 3 Monate dauern, dann ist das für viele überbrückbar. Wenn sowas aber schon länger dauert, nämlich über ein Jahr inzwischen, dann ist das für die wenigsten überhaupt noch stemmbar. Viele Menschen und viele Familien müssen derzeit jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Da sind die durchschnittlich 200 Euro jährlich, die jetzt aufgrund des Aussetzens der Erhöhung der Richtwertmieten zusätzlich da sind, nicht nur Showpolitik. Für viele, die bereits seit Monaten mit weniger Einkommen das Auslangen finden müssen, ist das eine echte Hilfe. Und zu der Treffsicherheit, Kollege Eipeldauer, die Sie angesprochen haben. Ja, der Beschluss trifft da manche oder einige, die sich die Mieterhöhungen leisten könnten. Und ja, auch wir würden sie manchmal mehr Treffsicherheit wünschen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass unterschiedliche Auffassungen gibt, wie Treffsicherheit ausschauen muss. Wenn es nach der Definition der Bundesregierung geht, insbesondere nach der ÖVP, dann ist Treffsicherheit immer dann gegeben, wenn es das eigene Wählerklientel trifft und die davon profitieren. Wenn dem nicht so war, dann waren nämlich andere Mehrheiten für Maßnahmen, die nicht die Menschen in Österreich zu Bittstellern machen oder zu Almosenempfängern machen, auch möglich. Nämlich dann war es möglich, die Erhöhung des Arbeitslosengeldes umzusetzen. Da keine Änderung dieses Stils zu erwarten ist, ist eine Maßnahme, die mehr Menschen trifft, als notwendig, vielleicht immer noch gescheiter, als wir keine Maßnahme. Danke.